Ja, liebe Annegret, lieber Friedrich, liebe Julia, lieber Tobias, liebe Freundinnen und Freunde, zuerst einmal, und ich glaube, das spüren wir alle an so einem Abend wie hier, das, was da gerade passiert, dieser Aufbruch, das tut uns gerade richtig gut. Wir überraschen uns selbst, habe ich den Eindruck so ein bisschen, wir überraschen Deutschland. Ich habe letzte Woche Anrufe gehabt von 2 ehemaligen Mitgliedern, einer ist zur AfD rübergegangen, einer ist ausgetreten, und die haben gesagt, Herr Spahn, da passiert gerade was, ich komme zurück. Und davon brauchen wir mehr, davon sind Veranstaltungen wie heute Abend wichtig. Mitglieder, die dabei sind, Mitglieder, die sich ein Bild machen wollen, Mitglieder, die ihre Ideen einbringen, die mitdiskutieren. Schön, dass Sie da sind, es ist ein tolles Bild. Aber, und bei aller guter Stimmung, es hat ja einen Grund, warum wir hier sind. Und wir haben eins erlebt in den letzten Jahren, auch schon bei der Bundestagswahl im letzten Jahr. Ja, die Wahlbeteiligung, die steigt. Aber wir profitieren nicht von dieser gestiegenen Wahlbeteiligung, wir provozieren sie. Weil wir Vertrauen verloren haben. Weil Bürgerinnen und Bürger uns ein Signal senden wollen. Weil zu oft im Alltag das Gemeinwesen nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll. Darf ich mit dem Diesel noch in die Stadt fahren oder nicht? Jahrelange Debatte. Warum kriegen wir die Wohnungen? Warum kriegen wir den Flughafen in Berlin nicht fertig? Die Frage, die Eltern sich stellen, jetzt wo es wieder früher dunkel wird, kann ich unsere Tochter, kann ich unsere Kinder eigentlich auf dem Fahrrad fahren lassen, im Dorf, in der U-Bahn, in der Stadt? Und das sind viele Themen, wo wir Vertrauen verloren haben und wo es darum geht, konkret durch Lösungen, durch Anpacken, nicht nur durch drüber reden, jeden Tag dieses Vertrauen zurückzugewinnen. Und was tun? Und wissen Sie, ich dachte mir, CDU, Rheinland-Pfalz, ich schaue auf dem Hinweg nochmal bei Helmut Kohl nach. Und da ist mir eins aufgefallen, Helmut Kohl, 1969, ist mit 39 Jahren Ministerpräsident geworden. Viele haben übrigens gesagt, zu jung, zu unerfahren, soll sich hinten anstellen. Und keine Sorge, die Sie denken jetzt, der wird doch wohl nicht. Nein, ich vergleiche mich nicht mit Helmut Kohl. Keine Sorge. Keine Sorge. Das wäre vermessen mit dem Ehrenbürger Europas. Was ich aber meine, ist, die Situation war die gleiche damals. Wenn wir schauen, wo stand die CDU? Was hat Helmut Kohl gemacht? Helmut Kohl hat die Partei erneuert, wie keiner vor ihm. Zum Teil gegen ziemliche Widerstände. Er hat aus der Honoratiorenpartei CDU eine starke Volkspartei, eine Mitgliederpartei gemacht mit vielen 100.000 Mitgliedern. Parteiarbeit modernisiert. Und wenn wir mal ehrlich sind, ein bisschen was brauchen wir davon heute auch. So ein Ortsparteitag, so ein Kreisparteitag, wenn Sie da zum ersten Mal sind als Neumitglied, das ist nicht immer so, dass man denkt, da brauche ich mehr von. Sondern, ja, ist doch so. Also die Frage, wie wir die Debatten auch wieder führen, wie wir Parteiarbeit auch mit Blick aufs Digitale mitmachen, eben anders gestalten, wie wir mit unseren Mitgliedern, aber auch unseren Wählern kommunizieren. Helmut Kohl hat ein Team zusammengestellt. Viele, Rita Süssmuth, Frau Laurin, Heiner Geißler, Bernhard Vogel, viele andere. Ein Team von Köpfen mit eigenem Charakter, oft eine eigene Meinung. Und ich glaube, auch das brauchen wir heute wieder. Wir brauchen auch ein Team, wir brauchen aber auch einen Vorsitzenden, der das aushält, dass es andere starke Köpfe gibt, andere Meinungen gibt, solange alle gemeinsam in einem Team für die gute Sache kämpfen. Und Helmut Kohl hat Rheinland-Pfalz modernisiert. Er wusste immer, hat die Tradition gepflegt, bis heute Weinbau, Landwirtschaft, wahnsinnig wichtig für Rheinland-Pfalz, für Heimat, für alle Regionen, immer. Stehen wir als CDU dafür. Aber er hat auch, denken Sie an Ingelheim, Ludwigshafen, die TU in Kaiserslautern, Akzente gesetzt für eine gute Zukunft, gegen manchen Widerstand, Schulreformen gemacht, weil er gesagt hat, das ist nötig, damit es uns in 5, in 10 Jahren besser geht. Und wissen Sie, meine Damen und Herren, ich glaube, das brauchen wir auch. Wieder ein bisschen mehr Lust auf Zukunft. Konkret Probleme lösen, aber auch mal wieder größer denken, dass es besser werden kann, nicht immer nur schlechte Laune. Digitalweltmeister werden. Wir spüren doch alle, da passiert gerade was, China, USA.
Und ich möchte, dass wir das aktiv gestalten, mit Lust gestalten, dass wir sagen, wir wollen da vorne sein bei diesem digitalen Wandel. Über die Risiken reden die anderen schon genug. Lassen Sie uns über die Chancen reden, mal wieder etwas mit Frohmut. Die Frage von Innovation, Fortschritt. Ich erlebe das ja im Gesundheitsbereich. Mal wieder Geschichten erzählen. Es geht bei Fortschritt und Innovation nicht nur um Wirtschaftswachstum, ist auch wichtig. Aber wissen Sie, wenn wir Krebs endlich heilen könnten, wir sind gerade auf dem Weg, HIV, Polio auszurotten auf der Welt, Krankheiten zu überwinden. Fortschritt bedeutet oft für Hunderttausende, Millionen Menschen ein besseres Leben, weniger Leid, mehr Hoffnung. Und lassen Sie uns diese Geschichte wieder öfter erzählen. Ja, es geht uns heute gut, aber wir können es schaffen, dass es uns in 10, in 20 Jahren noch besser geht, wenn wir die richtigen Weichen setzen, mit guter Laune Zukunft gestalten. Das war doch immer ein Markenzeichen der CDU und das sollten wir auch jetzt wieder genauso angehen. Und Europa, immer ein großer Europäer. Und ja, die Errungenschaft Europas, die können wir alle aufzählen. Ist auch wichtig. Aber wir spüren auch Brexit, Migration, Eurokrise. Wir brauchen noch mal ein paar neue Ideen für Europa. Was ich gern möchte, ist, dass wir im nächsten Jahr einen Europaparteitag machen. Wir haben schon lange nicht mehr grundsätzlich in der Partei diskutiert über die Frage, wo wollen wir eigentlich hin mit diesem Europa? Wie stellen wir uns das vor? Bundesstaat, vertiefte Zusammenarbeit von Nationalstaaten. Was ist die Idee? Ein Europa, das stark ist, das sich behaupten kann in der Welt und nicht rumgeschubst wird. Ein Europa, das sich schützt, seine Grenzen schützt, seine Bürger schützt, seine Werte verteidigt. Ein Europa, das zusammensteht von Barcelona bis Tallinn, um am Ende eben gemeinsam stärker zu sein. Und liebe Freunde und Freunde, in 7 Monaten ist Europawahl. Und wir sollten das Feld nicht den Miesepetern von links und rechts überlassen, die immer nur schlecht über Brüssel reden. Ich finde, das sind wir Adenauer, Kohl, vielen, vielen anderen, die für die europäische Einheit und Einigung gekämpft haben, schuldig. Wir wollen dieses Europa positiv gestalten, weil wir der festen Überzeugung sind. Freiheit, Wohlstand, Frieden gibt es auf Dauer und in Zukunft für Deutschland nur mit und in Europa. Und das sind wir, die Europapartei, und dafür stehen wir. Und eines ist mir dabei noch abschließend wichtig für den Staat. Wissen Sie, Selbstvertrauen als Partei, Vertrauen der Bürger, Zusammenhalt, ist meine feste Überzeugung, schaffen wir nur durch gute Debatten. Wenn wir gut und offen miteinander diskutieren. Wir brauchen weniger, da stimme ich Annegret absolut zu, weniger erbitterten Streit, wie wir in den letzten Wochen und Monaten viel zu viel hatten. Um viel zu wenig. Was wir aber brauchen, ist mehr Mut auch zur Debatte in der Sache. Debatte darüber, wie wir die Zukunft gestalten wollen. Und ja, ich will das hier ansprechen, auch Debatte natürlich über das Thema Migration. Das ist das Thema, das uns seit 3 Jahren mindestens intensiv beschäftigt. Und ich bin der festen Überzeugung, es geht nicht darum, die alten Schlachten zu schlagen. Darum geht es nicht. Es geht darum, die Zukunft zu gestalten. Darüber zu reden, wie schaffen wir das, die Balance, Humanität, Hilfe für Flüchtlinge, für Menschen in Not und Kontrolle des Staates, der EU über das, was passiert. Wie schaffen wir ein modernes Einwanderungsrecht, wo wir Fachkräfte, Pflegekräfte übrigens, die wir dringend brauchen, wie wir attraktiv sind, wie wir sie willkommen heißen, es ihnen leicht machen, bei uns zu starten, aber gleichzeitig Migration in die sozialen Sicherungssysteme unterbinden. Integration, Julia weist darauf immer wieder hin, wir müssen eine Erwartungshaltung formulieren. Übrigens, Integration gelingt vor allem und fast ausschließlich nur, und da hast du ja auch ein ganzes Buch drüber geschrieben, mit den Frauen, mit den Müttern und Töchtern. Auch dort eine Idee davon zu haben, wo wir hinwollen. Und wenn wir das haben, so ein Leitbild, ein Konzept, Selbstvertrauen in der Debatte auch von Migration und Integration, dann halten wir Debatte auch aus. Dann können wir die auch führen. Und wissen Sie, wenn ich da jetzt lese, es wäre Unsinn, dass ein Bundesparteitag sich mit Migration beschäftigt.
Wir sollten vermeiden, dass ein Bundesparteitag über den Migrationspakt redet. Dann frage ich mich, haben wir nichts gelernt aus den letzten 3 Jahren? Es gibt Themen, und da hat Annegret ja gerade zu Recht darauf hingewiesen, die müssen wir in der Partei diskutieren. Es ist richtig, dass wir sie in der Fraktion diskutieren. Es ist richtig, dass die Regierung sie diskutiert. Aber wenn es da Themen gibt, die unsere Wähler beschäftigen, die unsere Mitglieder beschäftigen, die Ortsverbände beschäftigen, Kreisverbände, ja sogar Landesparteitage, dann finde ich, ist es nicht Unsinn, sondern das Normalste der Welt, dass ein solches Thema, und da können wir doch mit Selbstbewusstsein reingehen, wenn wir gute Argumente haben, ich bin der festen Überzeugung, wir haben sie, wenn wir der Überzeugung sind, dass europäische und internationale Zusammenarbeit Sinn macht bei Migration, und der Überzeugung sind wir. Wenn das aber so ist, dann können wir doch auch eine solche Debatte auf dem Bundesparteitag selbstbewusst führen. Ich finde, wir sind es unseren Mitgliedern und Wählern schuldig, dass wir die wichtigen Themen auch diskutieren. Und genau das möchte ich gemeinsam mit Ihnen schaffen. Ein Neustart, der Mut auch hat zur Debatte und Mut auch hat zu unterschiedlichen Meinungen, solange klar ist, und das stimmt ja, dass wir eine gemeinsame Basis haben, dass wir gemeinsam nach dem Kompromiss, nach der Lösung suchen. Es geht nicht um Debatte als Selbstzweck. Es geht darum, aus der Debatte heraus stärker zu werden. Es geht darum, nicht nur in der Großen Koalition die Gegenwart zu verwalten, sondern auch darüber zu diskutieren, wie wir in 10, in 20 Jahren noch erfolgreich sind. Und ich finde, das ist auch die Aufgabe jetzt auch meiner Generation. Das, was wir von unseren Eltern und Großeltern bekommen haben, aufgebaut worden ist. Die Freiheit, der Wohlstand, diese gesellschaftliche Gelassenheit. Es geht diesem Land so gut wie noch nie bei allen Problemen, die wir haben. Und ich möchte einfach auch mithelfen, dass das auch in 10 und in 20 Jahren noch gelingt. Dafür braucht es Diskussionen, dazu braucht es eine lebendige Partei. Damit starten wir heute Abend. Schön, dass Sie da sind.